Wir wissen, die Physik funktioniert. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, unser Auto fahrbar zu machen. Und dazu brauchen wir nochmal unseren Logic Editor. Ganz wichtig, wir speichern das Ganze ab. Das ist eine funktionierende Sache. Und jetzt machen wir mal hier den Logic Editor groß. Und jetzt müssen wir hier nochmal ein paar Sensoren hinzufügen. Und zwar wollen wir das Auto mit unserer Tastatur steuern. Ich werde es einfach mal so festlegen. Ich füge hier mal einen Sensor hinzu. Einen Keyboard-Sensor. Dann kann ich hier die Taste auswählen. Wenn ich hier einmal draufklicke, wähle ich jetzt mal die Taste W aus. Da drücke ich mal drauf. Und jetzt sagen wir, wenn wir die Taste W drücken, wollen wir eine Variable verändern. Das heißt, wir fügen hier nochmal eine Variable hinzu und nennen die Variable Gas. Das heißt, das W ist unser Gaspedal. Das wird eine Integer-Variable. Ich lege immer gerne die Variable Gas von 0 bis 1000 fest. 0 ist kein Gas und 1000 ist Vollgas. Das ist schon mal eine gute Vorbereitung. Wir nutzen zwar jetzt eine Taste, das heißt, wir werden nur zwischen Vollgas und kein Gas unterscheiden können, aber es ist schon mal eine gute Voraussetzung, um das dann später über einen Controller zum Beispiel stufenweise anpassen zu können, dass man auch nicht nur Vollgas geben kann. So, und dann fügen wir hier einen Actuator hinzu, und zwar einen Property Actuator. Und da können wir unser Gas jetzt erstmal, wenn die Taste gedrückt ist, natürlich auf 1000 setzen. So, dann verbinden wir die beiden, dann wird hier automatisch ein Controller hinzugefügt, ein ganz normaler End-Controller, den brauchen wir nicht weiter zu beachten. Jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Ich mache mal hier die Debug-Information an, drücke mal hier auf P und schau mal oben links. Ja, jetzt habe ich die Taste gedrückt, habe sie aber losgelassen und unser Gas ist immer noch auf 1000. Tja, was mache ich da? Ich brauche nochmal einen Keyboard-Sensor. Wir können die auch gleich mal benennen. Gas gleich. Oder wir nennen den hier Gas 1000. Und dann brauchen wir einen weiteren Keyboard-Sensor, um unsere Gas wieder auf 0 zu setzen, wenn es eben nicht gedrückt ist. Hier nehmen wir wieder als Taste W und invertieren das Ganze. Dann nenne ich das Ganze hier auch einfach mal Gas gleich 1000. Und füge hier einen weiteren Property Actuator hinzu. Den nenne ich Gas gleich 0. Wähle unsere Property aus, mache 0, verbinde das Ganze, so, dann kann ich das hier mal zumachen und dann schaue ich mal kurz, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Ja, es funktioniert. Ich kann die Taste drücken, ich kann die Taste loslassen und Gas springt wieder auf 0 zurück. Sehr schön. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Wir brauchen ja auch eine Bremse, um unser Auto zu bremsen. Also fügen wir zwei Sensoren hinzu. Nennen das Ding hier Bremse 1000, gleich wieder eine abstufbare Bremse bauen für spätere, einfachere Implementation von Controllern. Invertieren das Ganze, dann brauchen wir hier zwei Property Actuators. Nennen sie Bremse gleich 1000 und Bremse gleich 0. Fügen hier die... Achso, dann brauchen wir natürlich auch erstmal eine Property Bremse, eine Variable. Die machen wir auch gleich, setzen wir gleich auf Integer. Wir brauchen ja keine Komma-Werte von 0 bis 1000. Und dann nehmen wir hier Bremse, setzen sie hier in dem Actuator auf 1000 und setzen hier Bremse auf 0. Dann können wir die schon mal zumachen, damit das übersichtlicher bleibt. Und dann verbinden wir Bremse 1000 mit Bremse 1000 und Bremse 0 mit Bremse 0. Ganz wichtig ist, dass wir uns hier noch eine Taste auswählen. Ich nehme hier S. So, dann können wir uns die Bremse auch gleich mal noch anschauen und schauen uns an, ob das Ganze funktioniert hat. Bremse 1000, Bremse 0, Bremse 1000, Bremse 0, Gas, Bremse, und ich kann hier alles ganz wild drücken und das wird angenommen. So, und jetzt können wir anfangen, das Ganze in unserem Python-Skript zu verarbeiten, damit das Auto auch fährt und auch bremst. Dazu mache ich das hier mal groß. So, wir haben jetzt hier unsere Initialisierung. Die geht bis hier runter. Und was wir jetzt machen, wenn unser Initialisierungswert eben true ist, also nicht falsch, da gebe ich mal hier ein else ein. Denn else steht für sonst mache das. Und da gehe ich jetzt einfach mal hier, gebe ich eine Funktion ein, und zwar suspension.applyEngineForce.
So, und die funktioniert genau wie die Funktion oben drüber. Wir brauchen die Kraft. Da können wir jetzt einfach, einfacherheitshalber, einfach mal unseren Gaswert nehmen. K Gas. Das heißt, die Kraft wird sich verändern, wenn unser Gas 1000 ist oder eben 0 oder auch stufenweise verändern. Und dann noch das Rad, an das das angreifen soll. Wir können natürlich vorne links und vorne rechts nehmen, wir können es aber auch einfach so machen, dass wir der Karre direkt einfach mal keinen Allradantrieb geben, sondern Heckantrieb. Und deswegen nehmen wir die Räder 2 und 3. So, dann brauchen wir auch noch eine Bremse. Suspension.apply. Braking heißt die Funktion. Dann nehmen wir hier K. Bremse. Die wirkt aber auf allen Rädern. Wer es realistisch machen will, nimmt dann auch gleich Abstufungen. Ups, das war falsch. Weil ja in einem Auto die Bremse vorne mehr wirkt als hinten. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einfach den Wert der Bremse bei den beiden Hinterrädern durch 5 teilen zum Beispiel. Oder wir machen es ganz einfach, da das immer in Prozentzahlen angegeben wird, multiplizieren wir den mal 0,25, sagen wir mal. Und deswegen, dann wissen wir, dass 1/4 der Bremskraft auf den Hinterrädern nochmal wirkt. Das Ganze speichere ich mal. Und dann schauen wir mal, was mit unserem Auto passiert, ob wir unser Auto schon fahren können. Nein. Möglicherweise ein kleiner Fehler im Programm. Ich schaue mal kurz in die Konsole. Ja. Name Suspension is not defined. Sehen wir hier. Das heißt, wir schauen uns unseren Quelltext nochmal an und schauen mal, was wir falsch gemacht haben. Ja, das ist natürlich nicht so schlau. Denn unsere Suspension ist hier definiert in unserer Init-Funktion. Aber unsere Init-Funktion wird ja hier, nachdem sie initialisiert wurde, gar nicht mehr aufgerufen. Das heißt, er weiß gar nicht, was das hier ist. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, dass der nicht weiß, was hier Suspension ist, liegt daran, dass wir das ja gar nicht mehr deklarieren. Wir machen es uns ganz einfach, ich habe nochmal nachgeschaut, das funktioniert. Wir deklarieren das einfach jedes Mal hier nochmal neu. Weil wir haben ja die Constraint-ID und die ist fest und deswegen wissen wir auch ganz genau, welches Objekt gemeint ist. Ich speichere das mal kurz und probiere mal, ob das funktioniert. Ich gebe Gas, ich bremse. Ich gebe Gas. Oh, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Moment, da war was nicht in Ordnung. Wir können auf jeden Fall mal unser Gas ein bisschen, unser Auto ist ein bisschen langsam. Das heißt, ich werde mal unser Gas ein bisschen erhöhen. Ich mache das Ganze mal 10. So. Und ich mache auch gleich mal unsere Fläche hier ein bisschen größer. Quatsch. Wo ist denn jetzt hier? Erstmal alle auswählen. Scale auf der Y-Achse. So, damit wir auch mal ein Stück fahren können. P, gib mal Gas und drück mal die Bremse. Die Werte sind noch ein bisschen krass, aber wir sehen, unser Auto fährt. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Ja, was müssen wir jetzt noch einstellen? Ich habe einen Wert noch nicht eingestellt, das fällt mir jetzt auf, weil sich das Auto sofort fast überschlägt, wenn wir bremsen. Und zwar, das ist der Wert Roll Influence. Den werden wir heute auch nochmal verändern. Und zwar nennen wir ihn Influence und setzen den erstmal auf 0,5 eventuell, einfach um zum Testen. Und dann müssen wir den natürlich hier nochmal setzen. Suspension.setRollInfluence. Ich glaube, so war das. Wir probieren das mal aus. Influence und für das Rad 0. Klammer zu war hier. Dann kopieren wir das und fügen das ein paar Mal ein. 1, 2, 3. Dann schaue ich mal, ob er den Code mag. Ja. Dann müssten wir das Ganze jetzt auch noch ein bisschen nach unten stellen können, zum Beispiel auf 0,1. Das ist ein Wert, den ich immer sehr weit unten habe. Das liegt natürlich aber auch daran, dass unser Auto ziemlich schwer ist für die Engine, weil ich reale Werte genommen habe.
Naja, das ist alles eine Sache. Ich mache das jetzt mal nicht. Ich mache das irgendwann mal in Ruhe und zeige euch dann nochmal die Werte. Man muss wirklich mit den Werten erstmal ein bisschen rumspielen, bis das Ganze funktioniert. Wir lassen das jetzt erstmal so und kümmern uns erstmal um die wichtigeren Dinge. Hier sehen wir zum Beispiel, dass es keine Fehler gibt. Hier steht Blender Game Engine Started, dann hat er die vier Räder dran gebaut und danach wieder Finished. Also es steht nichts drin, wo irgendwas schiefgegangen ist. So, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, bauen wir uns erstmal eine Kamera hier rein. Ja, und zwar eine Kamera, die unserem Auto auch folgt. Da haben wir ja hier in der Szene schon eine Kamera. Und die müssen wir jetzt auch gar nicht irgendwie verändern. Wir können der Kamera einfach hier unten in den Logic Properties, im Logic Editor, ein paar Sensoren, Aktuatoren und Controllers geben. Da gehen wir einfach mal auf Always und wählen mal hier drüben, wo war es genau, selber nochmal gucken, Camera einfach aus, ja, so war das. Dann suchen wir hier unser Auto aus und verbinden die ganzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was jetzt hier passiert. Wir wechseln mal auf die Kamera. Und wir sehen, die Kamera macht schon was. Ja, die Kamera folgt unserem Auto. Jetzt müssen wir natürlich hier noch ein paar Werte einstellen, damit das Ganze auch ordentlich funktioniert. Und zwar setzen wir den Wert hier mal auf 2 zum Beispiel und den Wert hier auf 3. Dann soll die Kamera nicht auf dem Boden schleifen, sondern vielleicht in 2 Metern Höhe dem Auto folgen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Was passiert jetzt? Das sieht auch schon besser aus. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Achse auswählen, an der sich die Kamera auch ausrichtet. Und da unser Auto in die Y-Richtung fährt, wählen wir hier auch mal Y aus. Das ist genau falsch rum, also wählen wir minus Y aus. Schauen uns das an. Jetzt richtet sich die Kamera schon mal von automatisch hinter dem Auto aus. Und dann denke ich, sind wir noch viel zu nah dran. Das heißt, ich gehe hier mal vielleicht auf 6 und 7. So. Was haben wir da? Wir haben eine Kamera, die unserem Auto folgt. Aber irgendwie fährt unser Auto gerade nicht mehr. Und ich wüsste zu gerne, weshalb. Da schauen wir nochmal kurz hier rein. Keine Fehler. Doch, jetzt fährt's. Warum ist es gerade eben nicht gefahren? Das wäre gut zu wissen. Nun ja, also unser Auto fährt, unser Auto bremst ein bisschen komisch. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Lenkung. So. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt noch einen Wert, den wir natürlich vergessen haben, den wir der ganzen Physik noch geben können. Und das ist natürlich die Reibung. Wie viel Grip hat unser Reifen? Das setze ich jetzt einfach mal auf 0,5, das ist ja immer unser Startwert. Mach das Ganze mal groß. Und natürlich kriegt das ganze Ding natürlich noch Set Tire Friction, die üblichen Funktionen dazu. Dann nehmen wir hier hoch Friction. So, dann kopiere ich mir das Ganze, füge das ein, 1, 2, 3, speichere das Ganze. Und daran kann es nämlich auch liegen, dass das immer fast vorne überkippt, dass es einfach viel zu viel Reibung hat. Wir geben Gas, wir bremsen und seht daher, die Räder haben nicht mehr unendlich Grip. Und deswegen kippt unser Auto auch nicht mehr um. Jetzt kümmern wir uns um die Lenkung.